Hallo, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Genau, passend kommt die Bella auch mit rein und begrüßt euch. Wir sind jetzt hier gerade in Lessandros Zimmer. Ich werde jetzt gleich seinen Schreibtisch zusammen mit ihm aufräumen, denn es geht wieder zurück in die Schule. Am Dienstag ist Schulstart für uns hier in Bayern. Und oh mein Gott, wer freut sich alles, dass die Schule wieder beginnt? Ja, der Liam freut sich, der ist hinter mir. Ich denke, die wenigsten Schüler freuen sich, aber wir Eltern sind dann doch wieder froh, dass alles seinen geregelten Ablauf hat. Und dazu nehme ich euch heute eine Runde mit in diesem Video. Ich habe ein paar richtig, richtig tolle Tipps für euch. Ich hoffe, dass ich euch damit ein bisschen helfen kann, inspirieren kann und wünsche euch jetzt schon mal ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's. Für die Schule brauchen wir auch ein paar neue Klamotten für den Lessandro. Ich habe hier ein bisschen was aussortiert, also nehme ich euch dazu auch noch mit. Und ich werde auch noch eine Runde mit euch kochen. Das haben sich ganz, ganz viele auf Instagram gewünscht. Aber das sollte eigentlich der kleinste Part hier heute in diesem Video sein. Denn es geht, wie gesagt, vorrangig um Back to School. Ein paar Tipps eben für euch. Und da kommen wir direkt zum allerersten Tipp, der vielleicht für manche banal klingt, aber für mich persönlich total wichtig ist. Und so bringe ich das auch meinen Kindern bei. Und zwar muss der Schreibtisch, wenn die Schule beginnt, ordentlich sein. Also unsere Schreibtische, die der Kinder, sehen meist so in den Ferien aus. Ich muss es zugeben, denn am letzten Schultag wird alles draufgeknallt, was nur geht. Sie einfach froh sind, dass eben der letzte Schultag geschafft ist. Aber bevor die Schule beginnt, muss alles ordentlich sein, denn es gibt nichts Schlimmeres, meiner Meinung nach, als einen unaufgeräumten Arbeitsplatz. So geht es mir zumindest, wenn ich oben im Büro viel arbeiten muss und da Chaos herrscht, dann habe ich schon keine Lust mehr. Also sprich, wenn ich irgendwelche Papiere, Dokumente suchen muss, ja, dann verliere ich so die Lust. Und dann denke ich, oh, gar keinen Bock. Und so geht es dann meist auch den Kindern. Deshalb müssen wir hier aufräumen. Das mache ich gemeinsam mit Lessandro. Das mache ich nicht alleine, logischerweise. Auch weil er dann wahrscheinlich alles Mögliche trotzdem suchen müsste, weil ich es halt woanders hinräume als er. Hier auch witzig, ne? Haben sie ganz viele Papierflieger am letzten Schultag gebastelt. Und weil ich gerade das Zeugnis sehe, also wir sind wirklich total zufrieden. Und ich muss auch ehrlich zugeben, dass es mit Sicherheit auch an der Lernplattform liegt, die wir jetzt das ganze Jahr genutzt haben. Die habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Da kommen wir fast schon zum zweiten Tipp, auf den ich dann aber später nochmal näher eingehen möchte, weil es wirklich ultra, ultra gut für uns gepasst hat und vielleicht auch eine Inspiration für euch ist. Es geht um SofaTutor. Das ist eine Lernplattform, mit der meine Kinder sich eben super auf ihre Proben vorbereitet haben, alles nachlesen konnten. Bei Fragen war immer ein Lehrer da, also online im Chat. Und das für mich eine Erleichterung war, weil sie dadurch eben selbstständig am PC lernen konnten. Wir kennen es alle selbst, wir sind nicht so richtig in der Materie drinne und wollen natürlich unseren Kindern helfen und deshalb bin ich total froh, dass es sowas gibt. Wir haben super Noten dadurch erzielt, die Kinder sind selbstbewusster geworden und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn die Kinder nach Hause kommen und eine schlechte Note bekommen haben. Aber vor allen Dingen finde ich es schlimm, wenn sie eben das nicht verstanden haben, was sie eben lernen sollen und deshalb natürlich die schlechte Note kommt. Und deshalb heute jetzt nochmal SofaTutor. Ich habe 40% Rabatt für euch. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal im Aufräumen hier und dann erkläre ich euch als zweiten Tipp die Lernplattform. Jawohl, so machen wir es. Also gut, das Aufräumen wird jetzt erstmal kurz verschoben. Die Jungs haben nämlich einen Friseurtermin. Auch ganz wichtig, wenn die Schule beginnt, vorher zum Friseur gehen. Für meine Jungs sehr wichtig. Der Lessandro ist erst dran und dann der Moritz. Hier habe ich jetzt das Hausaufgabenheft vom Lessandro schon bereitgelegt, von Heft. Ich muss dazu sagen, dass das bei uns so eine Art Kult geworden ist. Der Max hat damit angefangen, mit diesem Trend. Und zwar vor vielen, vielen Jahren. Und seitdem bestehen meine Kinder auf das Hausaufgabenheft von Heft. Ja, ist richtig, richtig schön. Da sind auch Witze mit drin und so weiter. Also es ist wirklich ganz toll gemacht. Das hier ist für mich, dieser Kalender hier, auch sehr, sehr schön. Also dieser Timer. So sieht das aus. Hier, das ist für den Moritz. Der Max, der studiert ja, der bekommt das.
Hier habe ich dann noch einen Schülerkalender, der sieht so aus. Schaut da am besten mal auf der Internetseite vorbei. Die haben wirklich ganz, ganz viele tolle neue Sachen, die mir auch sehr, sehr gut gefallen haben. Dann auch so Sprüche habe ich gelesen, da musste ich sehr schmunzeln, hat mir sehr gut gefallen. Dann haben sie natürlich ganz viele Hefte. Ich habe jetzt hier einmal ein Vokabelheft für Englisch und hier für alle Sprachen. Aber wie gesagt, da könnt ihr mal vorbeischauen. Die haben natürlich auch für Deutsch, Englisch, alles Mögliche, was das Herz begehrt für die Schüler eben. Kann ich euch gerne mal verlinken. Gibt es übrigens auch bei Amazon, habe ich gesehen, zu kaufen. Und das ist, wie gesagt, jetzt für den Lissandro schon bereit. Die anderen packe ich weg. Und euch würde ich raten, wirklich auf der Internetseite mal zu schauen. Das wäre jetzt sogar mein dritter Tipp schon für euch, weil das bei uns wirklich nicht fehlen darf. Ich würde sagen, ich zeige euch dann nochmal die Internetseite, damit ihr da ein Bild bekommt, falls ihr die Marke noch nicht kennt. Was ich jetzt nicht glaube, weil das ja wirklich eine sehr, sehr bekannte Marke ist. Und ja, wir das immer, immer, immer zum Schulstart hier haben. So, das räume ich jetzt aber erst nochmal auf Seite, weil ich jetzt erstmal den Schreibtisch wischen muss. Der Schreibtisch ist jetzt sauber, der Lissandro räumt sich jetzt alles ein, beziehungsweise stellt sich alles auf den Schreibtisch, was er braucht, was eben wichtig ist. Und ich kümmere mich in der Zwischenzeit um seinen Rucksack. Den hat er sich letztes Jahr gewünscht, den habe ich bei Amazon gekauft und der, ja, war ein täglicher Begleiter. Ich muss den allerdings einmal auswischen. Hier sind auch noch Hefte drin, die kommen raus, wisch den aus und dann machen wir hier weiter. So, und freust du dich schon auf die Schule? Nee, aber auf meine Freunde. Okay. Begeisterung. So. Gut. Neue Fineliner kaufen, oder? Komisch, ne? Das sind jetzt die Fineliner vom Lissandro. Irgendwie verschwinden da immer ganz viele das Jahr über. Ne? Ist unglaublich. Ja, müssen wir dann auch mal schauen, welche Farben du noch brauchst. So. So, welche Hefte musst du noch mitnehmen? Also erstmal noch dein Hausaufgabenheft. Und dein Block noch. Zeugnis darf nicht fehlen. Jawohl, habe ich unterschrieben. Pack das auf die erste Seite, ja? Ja. Okay. Bist du zufrieden mit deinem Schreibtisch? Ja. Schreibtisch ist aufgeräumt, Rucksack steht auch bereit, einmal Haken dran machen. Und bevor es jetzt für uns in die Stadt zum Shoppen geht, wollte ich euch eben über Sofatutor berichten. Und zwar ist es eine digitale Lernplattform für Schüler ab der ersten Klasse bis zum Abitur. Denkt dran, ich habe da einen richtig, richtig krassen Rabattcode für euch und zwar über 40%, also wirklich eine ganze Menge. Falls es also interessant für euch ist, dann schaut gerne unten in die Infobox. Da schreibe ich euch auch alle Infos nochmal rein. Und jetzt würde ich sagen, drehe ich einmal die Kamera um, hol meinen Laptop und zeige euch da alles nochmal ganz genau, was das Thema Sofatutor betrifft. Und dann sehen wir uns beim Shoppen wieder. Also so sieht die Lernplattform jetzt aus. Ihr habt hier übrigens auch die Möglichkeit, Lehrer zu fragen. Die sind im Chat. Jederzeit könnt ihr da Fragen stellen. Hier oben geht ihr auf die Fächer. Es sind natürlich alle Fächer mit dabei. Dann geht ihr auf die Klassenstufe. Der Lissandro ist ja jetzt in der 7. Klasse. Ihr könntet hier oben allerdings auch im Suchfeld quasi das Thema eingeben, das Schulthema, das euch interessiert. Dann habt das eben auch gleich. Der Lissandro hat jetzt Brüche, Multiplizieren eingegeben. Hier kommen jetzt die ganzen Übungen und zu jeder Übung gibt es übrigens auch Tipps und Videohilfen. Da müsstet ihr nur hier drauf gehen. Es gibt übrigens knapp 14.000 Erklärfilme, also der absolute Wahnsinn, und über 38.000 Übungen. 36.000 Arbeitsblätter, also sprich, ihr könnt euch auch alles ausdrucken, damit ihr dann unterwegs mit den Kindern noch ein bisschen beschäftigt seid. So haben wir es jetzt auch im Urlaub zum Beispiel gemacht. Und es ist auch so, dass alle Inhalte auf Sofatutor entsprechenden Lernplänen der Bundesländer entsprechen, ganz klar. Ist ja auch wahnsinnig wichtig. Und wie gesagt, es dient dazu, dass Kinder selbstständig lernen und dann eben auch Erfolge erzielen. Hier wird ein bisschen geübt noch. Und übrigens zum Lernverlauf wollte ich noch sagen, dass man dort fortfahren kann, wo man zuletzt aufgehört hat. Und dann kann man da eben weiter lernen. Wird Zeit, dass ich auch ein bisschen Französisch hier übe, zusammen mit Lissandro. Ich finde es ja so interessant, aber ich finde, es ist eigentlich eine schwierige Sprache. Aber das ist ja mit den meisten Sprachen so, ne? Der Lissandro bringt mir Französisch sprechen bei und ich ihm Italienisch. Wollen wir es so machen?
Fair. Fair. Okay. Also gut. Ihr denkt bitte an den Rabattcode, den ich euch, wie gesagt, unten in der Infobox verlinke. Es ist übrigens so, dass ihr die Möglichkeit habt, 30 Tage kostenlos das Ganze zu testen. Und Geschwisterkinder sind übrigens kostenlos. Das wollte ich auch noch dazu sagen, ne? Gerade für uns mit so vielen Kindern auch ja, sehr interessant. Genau. Was ist jetzt? À la Cinema? Theater? Heißt es Theatre? Theatre? Keine Ahnung. Also ihr wisst Bescheid, Alessandro übt jetzt noch ein bisschen. Ich mache hier alles zurecht und dann geht's zum Shoppen. Das finde ich hier auch total cool gemacht. Ne? Das sind die witzigen Sprüche. Schaut, so sieht es aus. Ganz witzig. Und hier oben habt ihr dann die ganzen Produkte. Also hier. Da gehen wir mal zusammen drauf. Wenn die Maus funktionieren würde. Jawohl. So. Und dann könnt ihr schon sehen, ne? Hier die ganzen Produkte. Hier zum Heftshop. Dann gibt es auch Aktionen. So, hier könnt ihr auch mal vorbeischauen. Das ist auch super interessant. Genau, so sieht das aus. Und hier habt ihr dann auch nochmal die Lernwelt. Habe ich mir vorhin auch nochmal angeschaut. Lernen mit Freunden, gute Lernmittel, Tipps für Sprachtraining. Da sind wertvolle Tipps mit dabei. Hier ist noch der Heftverlag. So. Planung für die Rasselbande. Ich habe übrigens auch einen Jahreskalender, kann ich euch dann auch mal zeigen. Der hängt bei mir in der Küche. Und da ist er, unser Familienkalender im XXL-Format. Hier sind genug Spalten vorhanden, eben ideal für uns, für die vielen Kinder, die wir haben. Da wird eben alles eingetragen und dann kann ich morgens immer reinschauen, was ansteht und weiß dann Bescheid und verpasst dann eben im besten Fall auch nichts. So, wir haben jetzt schon einiges gefunden für den Alessandro und jetzt gehen wir noch schnell zu Snipes. Und dann noch zu Footlooker. Hoffentlich wären wir da genauso schnell fündig wie gerade eben für den Alessandro. Es ist nämlich schon ultra spät und hier ist gerade Straßenfest. Und dementsprechend viel an den Kassen los. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir hin müssen. Da lang? Keine Ahnung. Macht mal das Navi bitte an. Nein, geguckt. Wir sind zurück vom Shoppen. Jetzt koche ich erstmal hier für die ganze Mannschaft und für mich. Ich habe nämlich total Hunger und wenn ich Hunger habe, bekomme ich schlechte Laune. Ich nehme euch mit, zeige euch das, mal schauen, vielleicht mache ich Musik drunter oder erkläre ich alles. Mal schauen. Jedenfalls zeige ich euch dann im Anschluss die Ausbeute. Jetzt muss ich erstmal was essen. Ja. Und hier meine Ausbeute. Würde ich sagen, starten wir mal mit dem Kochen. Jetzt dünste ich erstmal die Zwiebeln an. Champignons habe ich geschnitten und jetzt schneide ich noch den Kürbis. Da lasse ich aber die Schale dran, denn den kann man ja mit der Schale essen. So, das habe ich jetzt angedünstet bzw. angebraten. Das kommt jetzt hier in meine Mulex-Auflaufform. So, also. Ich habe das ganze Gemüse hier rein, habt ihr ja gesehen. Dann habe ich noch den Reis gekocht vorher, aber eher bissfest und habe ihn hinzugefügt, habe noch etwas Brühe dazu und dann Schafskäse. Das Ganze lasse ich jetzt ein bisschen köcheln und dann noch auf Grillstufe, damit oben das alles richtig schön angeröstet ist. Und da ist es, unser Mittagessen. Ihr habt es gesehen, geht total schnell, ruckzuck, könnt ihr dann richtig leckeres Mittagessen zaubern oder Abendessen, je nachdem. Da ist noch unser Gurkensalat und wir lassen es uns jetzt schmecken. Boah, Fresskoma des Grauens, Leute. Oh mein Gott, das war so lecker, weil ich jetzt hier gerade im Hintergrund die Federwippe sehe. Da muss ich mich auch mal drum kümmern, dass ich die wieder wegschicke. Der Liam nutzt die nicht mehr. Also jetzt in letzter Zeit war ich hier am Laptop und habe ein bisschen was gearbeitet, während er da drin geschlafen hat. Ihr hört ihn, glaube ich, gerade, ne? Die Jungs spielen mit ihm. Und wenn ich ihn im Blick habe, dann geht's. Na, aber er ist ja jetzt natürlich schon sehr mobil und da ist es einfach viel zu gefährlich. Aber wenn ich hier sitze, dann geht's eigentlich. Und ja, jetzt zeige ich euch, wie versprochen, unsere Ausbeute. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also der Alessandro hat zwei Paar Hosen bekommen. Einmal diese hier. Der steht total auf grau. Ich musste ihn ein wenig überreden, diese hier auch noch mitzunehmen, weil ja, nur graue Hosen ist ja auch irgendwie langweilig. Dann hat er noch diese Übergangsjacke hier bekommen mit der Kapuze. Die ist richtig cool. Der Moritz hat zwei Pullis bekommen. Einmal diesen hier. Ja, es ist nicht schön, was hier steht. Den hier und ein Shirt
für den Sportunterricht. Das sieht so aus. Der Gianluca hat eine neue Hose gebraucht. Ja, die ist schon zerrissen. Ich habe mir dann diese Teile für die Haare mitgenommen und ein paar Ohrringe bei Zara. Also die sind top aktuell, falls sie euch gefallen. Allerdings sind sie wirklich recht schwer, muss ich dazu sagen. Aber wunderschön, wie ich finde. Und der Liam hat ein paar neue Söckchen bekommen. Jo, so viel zu unserer Ausbeute zum Schulstart. So, meine Lieben, jetzt muss ich hier noch ein bisschen Chaos beseitigen und würde mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat, dass vielleicht ein paar Tipps und eine Inspiration dabei war und dass es euch gefallen hat, dass ich euch mitgenommen habe zu unserer Vorbereitung, was das Thema Schule betrifft. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare bzw. schaut gerne mal unten in die Infobox. Ich versuche euch da alles zusammenzufassen, damit ihr nicht lange danach suchen müsst. Und jetzt wünsche ich euch nur das Allerbeste und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.